Moin Leute, willkommen zum neuen Video bei RRG Racing. Bevor wir anfangen, habe ich da nochmal eine Frage an euch. Und zwar habe ich ja seit den letzten zwei, drei Videos ein neues Intro, beziehungsweise allgemein überhaupt erst ein Intro drin. Mich würde ganz gerne mal interessieren, wie ihr das Ganze findet. Ich habe so ein bisschen versucht, das Thema Chiptuning zu treffen mit den Platinen, dass man so steuergerätartig das Ganze sieht. Aber wie gesagt, haut gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und nicht vergessen, Abo dalassen, Glocke anmachen und los geht's. Ja, worum geht's heute? Und zwar habe ich mal eine schöne Smoker-Stage gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding gleich messen, denke ich mal, wird er hinten raus ordentlich rauchen. Und dann schauen wir uns die Messung gleich mal auf dem Bildschirm an, wie das dann Ganze dann aussieht. Ich schätze mal, drehmomenttechnisch werden wir gut über 400 Newtonmeter gehen. Von der Leistung her will ich da hinten gar nicht so viel draufhauen. Und wenn es nachher bei 160, 170 PS irgendwo dazwischen bleibt, ist das völlig in Ordnung für mich. Ich will, dass das Ding Drehmoment hat. Ich will, dass das Ding nach vorne geht. Und daher würde ich sagen, schwenken wir mal um. Hauen die direkt die erste Messung auf den Prüfstand raus und dann gucken wir uns mal das Diagramm an. Was ein Lauf, echt krass. Zum Glück habe ich die Fenster zugemacht. Hinten der Boden ist scheiße schwarz. Alter Falter. Mal gucken, ob ich das sauber kriege überhaupt. Ja, ich habe zum Glück die Fenster zugemacht. Hier muss ich so einen Spalt offen lassen. Das wollte ich euch nämlich auch noch mal zeigen. Habe ich mir geholt eine OBD2-Kabel für die Buchse. Das heißt, ich brauche keine Korrekturfaktoren mehr, beziehungsweise keine Rollendrehzahlfaktoren mehr eingeben. Wenn ein Auto OBD2 hat, anstecken, zack, der macht das alles von selbst. Ja, dann gucken wir mal aufs Diagramm. Und zwar haben wir beachtliche 163 PS und 451 Newtonmeter. Ich muss aber auch sagen, so wie das Ding hier steht, ist das schon, ja, eigentlich zu viel, ne? Aber wie man auch schon sehen kann, die Newtonmeter haben wir hier nur im Peak bei 2400, 2300 Umdrehungen. Da sind die meisten, beziehungsweise da ist das meiste Drehmoment da und geht dann runter. Aber sie sind da, auch wenn sie nur im Peak sind. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, was weiß ich, man geht hier vorne bis 400 Newtonmeter und lässt die dann länger stehen. Ne? Macht sicherlich mehr Sinn, als da jetzt so einen Peak rauszuhauen. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was eigentlich so geht bei der ganzen Geschichte. Ja, 163 PS mit der Leistung hinten raus. Klar kann man da noch was rausholen, war mir jetzt aber nicht so wichtig. Ich wollte, dass das Ding Drehmoment macht, weil das ist das, was ihr quasi unter eurem Arsch fühlt. Bedeutet quasi nichts anderes, als dass wenn ein Auto wenig Drehmoment hat, also Drehmoment reduziert ist, ja, kann es auch trotzdem viel Leistung hinten raus haben, also viel PS. Das ist aber im Endeffekt nicht das, was euer Popometer bzw. euch den Fahrspaß gönnt. Und euren Fahrspaß, den bekommt ihr dadurch, wenn ihr natürlich viel Drehmoment habt. Das ist nämlich die Kraft, die von den Rädern auf die Straße übertragen wird und den Anschub gibt. Das Drehmoment, das ist das, was das Auto schnell macht, beziehungsweise auch schnell beschleunigen lässt. So, und je besser so eine Drehmomentkurve halt eben abgestimmt ist, desto sauberer läuft so ein Auto. So wie die Optimierung jetzt hier in dem Video, ist natürlich völliger Bullshit, da 450 Newtonmeter im Peak stehen zu lassen. Dann nehme ich dem lieber 50 Newtonmeter weg und lasse saubere 400 stehen. So wie es ja auch quasi fast in einer Stage 1 ist. Daher, Leute, werde ich jetzt mal sagen, wir steigen gleich ein. Ich hau die P-Box ran und dann checken wir mal, was das Ding, ja, 100, 200 fährt. Schauen wir mal. Ja.
So, ich habe mich auf jeden Fall entschieden, einmal 50, 150 zu messen. Bis auf 200 dauert einfach viel zu lang und das ist auch vom Verkehr her einfach zu gefährlich, dass man da dann auch ja, knallhart einfach durchzieht. Deswegen machen wir 50, 150. Geht besser. Zeigen können, das wird nämlich echt brachial sein. Also ich denke mal, wir fahren auf jeden Fall nicht unter 20 mit der originalen Software. Aber das testen wir jetzt. Ich fahre jetzt einmal los, spiele einmal original drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann machen wir noch mal eine 0-100 Messung. Software genauso. So, dann messen wir jetzt einmal mit der originalen Software die 50, 150. Wie gesagt, also ich denke nicht, dass wir da unter 20 Sekunden fahren. Aber lassen wir uns überraschen. Gucken wir mal, was der Original macht. Zu zweit im Auto, das heißt die originale Zeit ist auch noch mal alleine wahrscheinlich ein Ticken schneller, genauso aber wie die gechippte Zeit. Also daher, wenn man nur den Unterschied betrachtet, also das ist schon ordentlich. So, und mit der getunten Software haben wir natürlich auch eine Menge Schlupf gehabt, der XP hat reingeregelt, daher ja, ist das schon eine geile Leistung. Gut Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause, war ein langer Tag und bedanke mich herzlich bei meiner Freundin, die heute als Kamerafrau eingesprungen ist, weil alleine mit Handy in der Hand etc., ne, wir wollen ja nicht illegal werden. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.